Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Herzlich willkommen, ich bin jetzt Manende, ich begrüße euch bei FTL. Wir starten ein New Game und wir sind jetzt endlich soweit. Wir haben alle Schiffe freigeschaltet und jetzt geht das los mit, wie ich versprochen hatte, dass wir jedes noch nicht geflogene neue Schiff uns einen Run vornehmen und mal gucken, wie weit wir kommen. Das heißt, wir fangen heute hiermit an und dann gehen wir hier so die Reihe einmal durch. Schauen wir mal. Es wird exakt einen Run geben. Wie lang der wird, kann ich nicht sagen. Also sprich, dauert er 3 Folgen, dauert er eine, weiß ich nicht. Wenn er tatsächlich nachher nur eine Folge dauert und ich sag mal, keine Ahnung, irgendwie nur 5 Minuten oder so, dann mache ich vielleicht noch einen zweiten. Aber alles andere ist halt abhängig davon, wie weit wir kommen. Ich mache keine extra Runs, ich mache da keine extra Speise, sondern das verliert dann auch so ein bisschen an Spannung. Wir machen einfach einen Run pro Schiff auf Normal und gucken, wie weit wir kommen. Okay. Losgehen soll es heute mit der sogenannten Swallow. Ich mache mal kurz Hide Rooms. So sieht sie aus. Ist das C-Schiff der Kestrel. Ausgestattet mit Dual Lasers und Ion Stunners. Und ich will heute mal eine Kleinigkeit machen. Und zwar habe ich neulich den Spaß gehabt, das hat einer meiner Zuschauer, na, ich sag mal, für mich oder mir angetan. Und jetzt machen wir mal folgenden Spaß. Wir benennen unsere Crewmitglieder mal neu. Das hier wird der gute Themenladen. Den kennt ihr alle aus Film, Funk und Fernsehen. Und das ist unser Captain. Dann haben wir hier nicht Bomb4M, sondern das ist der gute Vokan. Und hier unten kriegen wir auch noch einen Zuschauer unter. Und zwar werden wir hier unten mal unterbringen, na, wer wird unser letztes Crewmitglied? Mal kurz überlegen. Ich glaube, da bringe ich mal unter einen sogenannten Herrn Philpsmo. So schreibt man ihn. Und die Leute wissen schon, wer wie womit gemeint ist. Ach, Themla passt nicht rein. Na, wenn Themenladen nicht reinpasst, dann heißt der gute Mann jetzt nur noch Temi. So, die wissen alle schon, wer gemeint ist und schönen Gruß an euch, ne? Und wir machen uns dann jetzt mit diesem Schiff auf die Socken, würde ich sagen. Mal sehen, wie lange ich diese Leute am Leben halten kann. Ne? Und ich würde mal sagen, wir machen mal erstmal Go, gucken mal, wo wir wen haben. Hier direkt unser Board-Captain, der Temi. Oder Themenladen, Vokan, unser Maschinen-Engineer und der gute Philipsmo, der darf die Waffen behandeln, alles klar. Dann machen wir die Waffen doch auch gleich mal an. So sieht das gut aus. Mal kurz das Schiff überprüfen. Ich bin der Meinung, ja, okay. Wir haben keine Healing Station, wir haben dafür nur so eine Medbay, nicht eine Medbay, hier in Clone Bay. Bin ich jetzt kein so großer Fan von den Cloning Bays, obwohl die auch nicht schlecht sind. Ich habe lieber so eine altmodische Medbay, ansonsten. Joa, wir gucken mal. Wir gucken mal. Iron ist eigentlich immer eine gute Sache. Wir lassen uns mal überraschen, was uns das Spiel so entgegenwirft. Aha. Nö, die Piraten wollen uns bestechen, dass wir nicht das andere Schiff verhauen. Das machen wir nicht. So, der Ion-Stunner nimmt, glaube ich, einen Tick länger auf als die Dual-Laser. Deswegen erstmal den auf die Schilde. Und dann da auch noch einen Doppellaser hin. So. Dann machen wir das ganze Spiel hier gleich nochmal. Ich weiß, dass unsere Schilde kaputt sind. Da muss einer gleich hin zum Reparieren, aber das kriegen wir hin. Und sehr schön, wir haben die Waffe von ihnen angezündet. Genauso haben die allerdings auch unsere Tür. Shit. Das ist gerade echt blöd. Die haben gleichzeitig unseren Türraum und unseren Ding ins Raum. Das heißt, ich lasse mal den Temi. Ach, die wollen auch noch abhauen. Ja, wenn sie es meinen, dass sie das schaffen. Das Problem ist, dass unsere Waffensysteme gerade wegfackeln und das ist echt riskant. Moment, können sie nicht abhauen, weil keiner das Schiff lenkt. Schießen wir also mal dahin. Solange wir es noch können. Steht jetzt unser Waffensystem kaputt. Da versuche ich gerade einen meisterhaften Plan. Ich mache mal kurz das O2-System aus. Dann geht nämlich da schnell die Luft raus. Wir haben ja einen. Jetzt machen wir O2 wieder an. Und nehmen uns den guten Philpsmo, schicken ihn schon mal dahin. Und jetzt lassen wir. Ah, der soll mal hier hingehen. Da müssen wir ein bisschen umplanen. Ist gerade blöd. Der FTL von denen lädt auf, das ist auch nicht gut. Shit, die hauen ab. Und das kommen sie auch wohl. Kacke. Ja, das war irgendwie nicht gut.
Aber wir haben trotzdem die Leute gerettet, die es da gerade zu retten galt. Und dafür haben sie sich recht herzlich bei uns bedankt. Ach so, ja, da kriegt er natürlich Schaden von dem blöden Feuer. Hehe. So ganz optimal ist dieses Schiff in der Beziehung halt auch nicht. Aber gut. So, okay. Müssen wir jumpen. Das war nicht so schön. Das war kein guter Anfang. Müssen wir mal gucken, ob das meine Crew nicht doch noch besser hinkriegt. Wir untersuchen das Asteroidenfeld und kriegen immerhin ein bisschen Zeug umsonst. Das ist gut. Ich glaube nicht, dass wir im Store irgendwas Sinnvolles finden. Deswegen jumpen wir erstmal nochmal einen Sprung so. Naja, da gibt es Chat zwischen Schiffen. Und die wollen ein gegnerisches Schiff lebend fangen. Wir versuchen mal zu helfen. Aber dafür haben wir nicht genügend Ausrüstung. Sprich, wahrscheinlich braucht man dafür einen Crew-Teleporter. Damit man diese Mission annehmen kann. Und das können wir nicht. So, gucken wir mal. Oh, ein Iron Last Mark II. Den würde ich ja sofort kaufen, wenn ich könnte. Aber ich kann nicht. Oh, ein Iron Stunner ist ja echt günstig. Hat auch nur eine 10 Sekunden Charge-Time. Das ist eigentlich ganz nett. Für ein Iron-Ding ist das eigentlich ganz... Naja, geht so. Ganz nett. So. Drone Control wäre nett. Hacking, also es wären alles drei nette Sachen, die würde ich alle nehmen, aber ja, im Moment halt leider kein Geld. Wir schießen auch nicht mit Raketen, das heißt, wir kaufen ein bisschen Treibstoff und dann sind wir schon wieder weg. So. Diesen Extrasprung habe ich unter anderem gemacht, um meine Crew zu heilen. Das muss man mit diesen Dingen ja dann auch machen. Und die wollen uns erschießen. Das ist aber nicht nett. Naja, gucken wir mal. So ganz bin ich von diesen ganzen Add-on-Schiffen noch nicht hundertprozentig überzeugt, aus verschiedenen Gründen. Haben die gerade meinen Ionenschuss? Anscheinend. Meinen Ionenschuss haben die irgendwo, hat irgendwie einen Laserschuss von denen abgefangen. Sehr schön, haben wir zumindest das Waffensystem schon mal zeitweise ausgeschaltet. Also generell sind mir diese ganzen Add-on-Schiffe noch nicht so hundertprozentig ans Herz gewachsen beim ersten Drübergucken. Also es gibt so ein, zwei, wo ich denke, ja, das kann klappen. Vorrangig das Lanius-Schiff. Aber so ansonsten noch nicht so. Hat damit zu tun, dass die meisten Schiffe irgendwie so einen Lanius einzeln an Bord haben. Hier sowas wie ihn, das finde ich immer ein bisschen ungünstig. Mit dem einfachen Grund, dass die halt eben die Luft aus den Räumen raussaugen, in denen sie sind. Und das ist natürlich irgendwie blöd. Für normale Crewmitglieder anderer Rassen. Ne? So, und jetzt haben wir es auch gleich. Na komm. Jawohl. Yay, wir haben ein Schiff besiegt. Mhm. Was kostet das unsere Dingens? 35. Das würde ich gerne ein, zwei Mal ausbauen, alleine damit man mehr Healing pro Jump kriegt, weil so viel Healing hat man sonst auf diesen Schiffen mit den Dingern halt nicht. Und das ist natürlich dann immer doof. Da ist ein Schiff, wir versuchen mal das zu untersuchen. Aber da gibt's gar nichts. Schade. Wir gehen mal hier hin, weil man da am meisten sehen kann. Und wir wollen ja was sehen von der Welt. Mhm, wir sagen mal Hallo. Ja, wir nehmen es mal mit, weil wir noch nicht wissen, ob wir eines von beiden brauchen. Und im Zweifel sind Drone Parts seltener. Wie kriegen wir am meisten Jumps unter? Ein dahin, zwei dahin, drei dahin, vielleicht reicht's. Mal gucken. Och nö! Och, Doppelnö. Sonne mit, oh, noch mit dem Feuerbeam. Ich glaube, es hakt. Na dann. Und die sind natürlich relativ immun gegen die Sonne, weil die keine Luft in ihren Systemen haben. Und das macht es natürlich nicht angenehmer. So, erstmal das Waffensystem ausschalten, weil wegen ist wichtig. Denn wenn wir das Waffensystem nicht ausschalten täten, dann könnte er unsere... Toll. Könnt er damit unser Schild abschießen, und wenn er unser Schild abschießt, kann seine Drohne Schaden machen, und wenn seine Drohne und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Okay, das hat mich nicht so weiter gestört, das ist gut. Ihn hat es auch nicht weiter gestört, weil wegen, ne, kein Sauerstoff auf dem Schiff. Deswegen stört diese Drohne das ganz generell überhaupt nicht. So. Und so. Eieieiei. Naja, dann. Ja, Solar Flare Imminent.
brauchen wir nicht abwarten, denke ich. Das müssen wir doch... Oh, immer das Türsystem. Da hilft nur eins. Kurzfristig das O2-System ausschalten und Wokan reinschicken. Wokan, du machst das. Denn dann geht da relativ schnell der Sauerstoff raus. Und wir sollten nebenbei schon mal... das war knapp, aber egal. Springen. Das kann sicherlich nicht schaden. Ah ja, und dann ist da auch noch ein Gegner drin. Sehr schön. Aber der hat keinerlei Schilde. Insofern sollte das ansatzweise machbar sein. Scheiße. Brennt das Ding auch noch? Nee, reparier mal das Türsystem. Okay. Damit sollten wir den Schaden, den er uns macht, auf irgendwo gegen 0 reduzieren. Außerdem einen Damage, den wir hier jetzt noch kriegen. So. So. Ganz kurz den Raum auch schon nochmal auslüften und dann können wir O2 erstmal wieder anstellen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Diese Türsystemnummer ist nervig. Und das treffen die auch irgendwie jedes Mal, ne? Ah ja, das gibt wieder ein bisschen Kram für uns. Und wir kriegen auch ein bisschen Kram vom Outpost. Sehr schön. Ja, die können auch nie zusammen frühstücken. Ich meine, das muss doch auch total blöd sein, so für die Crew, ne? Ich meine, können nicht morgen sich hinsetzen und sagen, komm, wir frühstücken mal als Crew so zusammen. Weil der Wokan die alle ersticken würde. Na, schmeckt dein Brötchen nicht, du bist so bleich im Gesicht. Naja. Ja, hier gibt's wieder Drone Control, haben wir wieder kein Geld für. Mind Control haben wir auch kein Geld für. Backup Battery hätten wir Geld für, finde ich aber blöd. Schade. Ich hätte immer noch gerne Drone Control, vor allen Dingen, na gut, mit einer Combat Drone brauchen wir auch nicht. Wir brauchen eine Defense Drone, die ist echt stark. Gut, kaufen wir ein bisschen Treibstoff. Ach komm, die letzte geht auch noch. Und dann gucken wir mal, was wir so ins Schiff investieren wollen. Oh, wir haben automatisch zwei Sensoren, sehe ich gerade. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Habe ich noch gar nicht gemerkt. Ich würde sagen, Crew heilen ist erstmal wichtig und dann, na, Schiff heilen ist wichtiger. Blöd, blöd. Aber okay. Und dann kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Exit. Das ist doch gut. Und wir gucken, ob einer an uns verkauft und wir finden nur einen Rebel-Schiff, das uns angreift. Na dann. Und wieso hat überhaupt der gute Philips noch kein Waffenlevel? Der lahme Sack. Ihr müsst mir ausweichen, Jungs. Ich weiß, das sage ich so einfach. Aber grundsätzlich ist das trotzdem korrekt. Hat halt nur 25% Evade. So. Das soll es eigentlich schon sein. Denke ich. Yep. Sehr schön. Bisschen mehr Firepower brauchen wir in zwei Sektoren spätestens. Na gut, okay Leute, das war der erste Sektor. Mit dem ersten der C-Schiffe. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich bin immer noch guter Dinge. Ich freue mich auch total auf diese Runs, weil ich die Schiffe halt alle noch nicht kenne. Und ja, Leute, wir gucken mal, wie weit es geht. Ich bin jetzt im Endende. Bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da lassen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sage ciao, ciao.